Ja, hallo, willkommen zurück auf meinem Channel. Ich werde euch heute bei Far Cry 3 mal zeigen, welche Möglichkeiten ihr habt, die riesige freie Welt zu erkunden. Und zwar seht ihr unten auf der kleinen Minimap überall diese gelben Blätter. Das sind Pflanzen, die man pflücken kann, um sich Medizin herzustellen oder besondere Spritzen, die einem bei der Jagd helfen oder beim Aufspüren von Gegnern. Diese gelben Blätter sind für diese Jagdspritzen. Ja, warum Jagd? Also man kann hier verschiedene Tiere jagen, die man zur Herstellung seiner Sachen oder des Equipments häuten kann. Und aus diesem Leder kann man sich verschiedene, ja, diese verschiedenen Equipments herstellen beziehungsweise aufleveln. Je nachdem, wir nehmen mal diesen Munitionsbeutel. Dafür brauchen wir noch ein Tigerfell, wie man sieht. Ich habe in Besitz 1, benötigt 2. Werde ich euch mal zeigen, wie wir dieses Tigerfell ergaunern. Wir gehen auf die Karte, schauen mal, wo wir Tiger haben. Hier unten sind Tiger. Dann werden wir mal einen jagen. So, haben wir auch gleich ein Transportmittel. Und machen wir uns auf den Weg zum Tiger. Ja, zu den Spritzen, das werde ich euch gleich zeigen, wenn wir da sind. Wie gesagt, es gibt im Moment habe ich 3 oder 4 verschiedene Spritzenarten freigeschaltet. Es gibt bestimmt noch mehr, ich weiß es aber noch nicht. Soweit bin ich noch nicht vorangeschritten in dem Game. Die erste Spritze ist für die Medizin. Wenn man verletzt ist, kann man sich damit wieder heilen. Die zweite Spritze ist für die Jagd, wenn man jetzt auf die Jagd geht wie wir und einen Tiger jagen. Jetzt habe ich mich festgefahren, scheiße. Oder andere Tiere. Damit erkennt man die Tiere im Umfeld besser. Man sieht, wo sie sind. Ah, da waren ein paar Feinde. Lassen wir sie einfach mal stehen. Und dann gibt es noch welche zum Aufspüren von Feinden. Die benutze ich aber recht selten, weil die Feinde sind überall. Oh, jetzt müssen wir uns schnell verpissen. Egal, wir jagen jetzt einfach mal den Tiger. Ich kann mich jetzt eh nicht so konzentrieren beim Fahren und auf das, was ich laber. Und dann stellen wir uns einen neuen Waffengurt oder Munitionsgurt her. So, wir sind jetzt in dem Bereich des Tigers. Der müsste hier irgendwo sein. So, um den jetzt zu finden, stellen wir uns eine Jagdspritze her. Nein, Jagd. Jagdinstinkt. Tiere können über den Geruch wahrgenommen werden. Außerdem fliehen scheue Tiere nicht, wenn man sich nähert. So, im Besitz habe ich 6 gelbe Blätter. Können wir uns 6 Spritzen herstellen. Ich stelle aber nur 2 her. Und ein bisschen Medizin, weil der Tiger ist ja bekanntlich ein gefährliches Tier. So, und jetzt werden wir den Tiger aufspüren, indem geben wir uns eine Jagdinstinktspritze. Wie man sieht, unten läuft die Zeit. In der Zeit wird der Tiger in der Nähe, falls er sich in der Nähe befindet, sichtbar für uns. Laufen erstmal ein bisschen rum und suchen den Tiger. Da, wie man sieht, vorne sehe ich ein paar Tiere. Das macht die Jagdinstinktspritze, dass die so sichtbar werden. Aber das sind Hirsche, die brauchen wir nicht. Ah, wo ist der Tiger? Bin ich überhaupt richtig auf der Karte? Wir müssen viel weiter rechts.
Tiger ist da irgendwo. Okay, geben wir uns einfach nochmal eine Spritze. Okay, läuft schon. Ohne Animation. Dann müssen wir diesen verkackten Tiger finden. Die Feinde. Das wäre natürlich von Vorteil, wenn die erstmal. Ja, ich pflück mal ein paar Blätter, falls wir noch ein paar Spritzen brauchen, bis wir den Tiger gefunden haben. Ja, der Tiger sieht man. Lässt sich nicht blicken. Also müssen wir noch mal ein paar Spritzen herstellen. Oh, ist der Tiger? Da unten ist der Tiger. Gleich mit der Shotgun angehen. Oh oh. Ah, das war klar. Gleich verkackt. Ja, der Tiger ist sehr gefährlich. Das war mir so klar. Naja, wir versuchen es einfach nochmal. Erstmal ein Rauchen zur Beruhigung. Ah, jetzt muss ich wieder von ganz vorne starten. Egal, wir brauchen unbedingt das Tigerfell, weil ich will einen größeren Munitionsgurt haben. Unbedingt. Deswegen. Ach, nehmen wir nochmal ein Auto. Sind wir schneller. Ja, wie gesagt, bei Far Cry 3 habt ihr eine riesige Spielwelt. Alles frei erkundbar. Macht sehr viel Spaß. Wechselnde Tageszeiten. Von Tag zu Nacht, wie man gerade sieht. Hoppala. Upsala. Gegner. Egal, wir kümmern uns mal um den Tiger, pflücken erstmal einfach Pflänzchen zur medizinischen Versorgung. Also man kann nur begrenzte Anzahl von Sachen pflücken. Man hat nur einen, ja, ich glaube im Moment habe ich den mittleren Beutesack, das sind 32 Gegenstände. Wenn man natürlich mehr mit sich umherschleppen will, muss man wieder. Ah, da haben wir ja schon den Tiger. Den werde ich gleich mit dem Sturmgewehr erledigen. Ah, er kommt auf mich zu. Ich werde gleich wieder sterben. Vielleicht schaffen wir es noch. Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Und haben wir ihn? Wir haben ihn, jawohl. So nice. So, dann. Nein, ich will keine andere Waffe.
Wir häuten den Tiger mal und dann können wir uns unseren Munitionsbeutel herstellen, wie wir gerade sehen. So. Herstellen. Erweiterter Munitionsbeutel, brauchen wir dann schon wieder eine neue Mission. So, jetzt habe ich euch mal gezeigt, was man hier so für Utensilien herstellen kann. So, ich werde mich dann mal schnell heilen, dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie man gegen Gegner kämpfen kann. Dazu haben wir eben ein paar grüne Blätter gepflückt. Dann werden wir uns ein paar Medizinspritzen herstellen. So. Natürlich die falsche Waffe gerade. Ich lasse euch mal einen übrig, denn hier gibt es noch eine richtig lustige Sache. Man kann sich an Gegner anschleichen und per Takedown von hinten erledigen. Vorausgesetzt, sie sehen einen nicht. Jetzt. Nein, das war zu spät. Okay, schaut genau hin. Zack. Das finde ich persönlich richtig geil. Es gibt einen Haufen XP-Punkte. Ist natürlich nur machbar, wenn die Gegner in der Unterzahl sind. Jawohl, so. Ja, eine riesige Spielwelt, alles frei erkundbar. Das nächste Missionsziel ist immer mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet, wie man links auf der Karte sieht. Ja, man kann die Welt frei erkunden, kann sich erstmal mit Experience Points hochleveln. Man erhält während des Spiels bestimmte Fähigkeiten, die das Tattoo erweitern, was man am Arm hat. Wie man sieht, ich habe gerade alle freigeschaltet. Um mehr zu bekommen, muss man in der Mission voranschreiten. Dann kann man immer mehr freischalten. Alles klar, meine lieben Zockerkollegen und Zuschauer. Also ich kann das Spiel nur empfehlen, wie gesagt. Holt es euch auf jeden Fall. Und wer es hat, der schreibt mir einen Kommentar. Und mit dem spiele ich dann gerne ein Ründchen Koop oder Multiplayer. Und wer weiß. Ach ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Ich bin gerade gestürzt, wie man gesehen hat. Wenn ich mich jetzt heile. Ach nee, dazu habe ich zu viele Spritzen. Das mache ich unbedingt nochmal gerade. Es gibt immer verschiedene Animationen beim Heilen. So. Ich habe zu viele Spritzen. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen meine Spritzen aufbrauchen. Okay, ich glaube, das waren sie. Ja, schaut hin, der hat sich den Daumen verbogen, biegt sich den Daumen wieder gerade. Also ich finde sehr coole und viele Animationen in dem Spiel, viele Möglichkeiten. Oh, er hat mich gesehen. Man kann die gegnerischen Leichen ausrauben, das Geld von denen nehmen. Seht ihr, ich vergesse immer so viele Sachen und es ist wirklich unbegrenzt viel möglich. Das kann ich euch alles gar nicht zeigen. Am besten, ihr holt euch selber das Spiel. Und ja, findet selber raus. Man kann schwimmen, man kann tauchen. Echt nice. Okay, ja, ich würde sagen, ich beende mal hier und hoffe, im nächsten Video mit einem von euch gemeinsam zu zocken.
Bis dahin alles klar und viel Spaß bei dem Spiel. Wir sehen uns, euer Pitmosch.